Liebe Kandidaten, wir kommen zum ersten Solo-Kochen dieser Staffel. Die Coaches sind beim Kochen nicht dabei. Jeder Kandidat kocht eine Stunde für sich. Danach probieren die Coaches alle Löffel. Sie wissen nicht, welcher Löffel aus welchem Team stammt. Jeder Coach vergibt einen goldenen Stern für den besten Löffel und einen roten Stern für den am wenigsten gelungenen. Der Kandidat, der die meisten roten Sterne bekommt, verlässt The Taste noch heute. Unser Gastjuror hat drei Geheimzutaten mitgebracht, die er sehr gerne selber verwendet. Eine davon müsst ihr verarbeiten. Arne, wir wissen, dass dein Herz für regionale Zutaten schlägt. Das ist richtig, ja. Ja, und Annabelle zeigt uns diese mal bitte jetzt. Vielen Dank, Annabelle. Was sehen wir denn hier, lieber Arne? Ja, wir haben hier vorne einmal Buttersenf, bei mir aus der Wohnung. Was ist da dran regional? Hier Buddhas Fuß da oder Buddhas Hand oder wie das heißt, das kann... Ich kannte es schon, aber ich habe es halt noch nie verarbeitet. Es kommt eigentlich aus Südchina und Indien. Und Berlin ist nicht dort, gell? Auf dem zweiten Teller haben wir hier einmal Müritz-Zander aus der Müritz, direkt in der Nähe von Berlin. Und auf den anderen beiden Tellern haben wir Grünkohl. Einmal in grün und einmal in rot. Ich bin ein Nordjunge, dementsprechend irgendwo eine Liebe dazu entwickelt. Ich fand die drei Zutaten zauberhaft, das war magisch. Ich hatte gleich eine Idee. Ich oute mich jetzt, aber das Erste, das musst du noch mal erklären. Vielleicht kannst du ja dazu noch ein paar Tipps geben, Arne. Es sieht sehr merkwürdig aus. Wie weit, ja. Trocknen, frisch oder? Wie eine Zitrone. Also alles, was man auch mit Zitronen machen kann. Es ist kein typisches Berliner Lebensmittel. Nein, es ist halt mein Favorite. Es kommt aus seinem Garten, also kommt es aus dem Berliner Umland. Auf einmal wird es regional. Ja. Liebe Kandidaten, einer dieser drei Geheimzutaten müsst ihr verwenden. Gerne könnt ihr diese auch kombinieren. Aber sie muss handwerklich sauber verarbeitet werden. Das Thema dieser Sendung lautet ja Handwerk. Und jetzt ist es soweit, dass ich die Coaches aus dem Studio schicken muss. In 60 Minuten seid ihr wieder dran. So lange müsst ihr in eurer Garderobe bitte warten. Ja, viel Glück. Toll, ne? Toll. Viel Glück. Buddhas Hand. Ich kann euch nichts sagen, aber ich meine, das ist sehr fair. Ja. Kriegt das schon hin? Ja, hoffen wir's. Ja, bleibt's ruhig. Ja. Regional. Buddhas Hand. Buddhas Hand. Mein lieber Arne, du darfst jetzt Team Gelb unter die Arme greifen. Das heißt, du darfst beraten, anreichen, probieren. Du darfst aber nicht mitkochen. Okay. Also bitte geh schon mal rüber zu deinem Team. Ich finde es ziemlich cool, dass der Arne jetzt bei uns mitkocht, weil ich glaube, die anderen Teams bräuchten ihn eher. Die Situation als Hobbykoch mit so einem Spitzenkoch zum Kochen hast du ja auch nicht überall und immer. Und die Chance musst du erst einmal kriegen. Buddhas Hand, Müritz-Zander oder Grünkohl, einer dieser drei Geheimzutaten, müsst ihr verarbeiten. Eure 60 Minuten starten jetzt. Bäm, Alter. Ich am Arsch, ey. Und auf geht's, Jungs! Und eins, zwei, drei, Pulido! Hast du den Grünkohl schon gesehen? Nein. Nein. Oh, der hat gesagt, war der TK Grünkohl? Du weißt keiner, oder? Wahrscheinlich. Ja, hier. TK. Ja, hier. Nein, TK. So viele Gedanken, so viele Ideen schon, aber man weiß nicht, kann ich die Idee überhaupt brauchen? Meinst du, Pistazien schmecken auch als Kruste mit Parmesan? Was nochmal? Pistazien mit Parmesan-Kruste schmeckt auch, oder, am Fisch? Nein. Nicht? Nein. Walnüsse eher? Nein, Pinienkerne. Walnüsse werden schnell bitter und je nachdem, meistens sind sie eh ranzig. Alina ist super, super aufgeregt. Kim, weißt du, wo die Pinienkerne stehen? Ja. Ah, hab sie, danke. Also ich glaube, wir sind alle aufgeregt, aber sie toppt das echt noch mal ums Dreifache. Man weiß, man hat jetzt keine Zeit, mit dem Frank noch mal drüber zu sprechen, was man machen kann und seine Meinung einzuholen. Und das ist schon echt ein super krasser Druck auch. Ich habe vor, Gnocchi zu machen, dann den Fisch, mache ich eine Kruste drauf und oben als Crunch noch den Grünkohl frittiert. Wird schon werden. Also ich mache einen gebratenen Zander auf einem Risotto mit frittierten Grünkohl und einer Zitronenschaum mit diesem Buddhas Hand.
Ich mache Lammfilet. Dazu gibt es eine Kartoffelcreme, also ein Kartoffelpüree, was halt mit saurer Sahne oder Creme fraiche gebunden wird. Panko-Mehl mit Buddhas Hand. Dann gibt es einen Grünkohl, den mache ich als Salat. Und dann machen wir eine Vinaigrette aus Pink Grapefruit dazu. Du hast ein bisschen bitter, du hast was Saures, Säuerliches da drin. Also ich habe alles am Start, was ich brauche. Ich brauche Brühe und ich brauche den Grünkohl, aber den finde ich irgendwie nicht. Deswegen muss ich mal jetzt mal kurz mal nachfragen. Boah, ist ein Weih. Weißt du, wo der Grünkohl sein soll? Der, er hat auch gesagt, der Theka-Grünkohl, oder? Ja. Ja. Der hier. Keine Ahnung. Oh, Mann, ey. Also, ich bin sehr schwer in das Solo-Kochen gegangen. Ich habe mir sehr viele Gedanken noch über das vorher alles gemacht. Ja, also, ich war nicht so da, wie ich vielleicht hätte da sein sollen. Ja. Was sagst du? Der hat doch gesagt, der hat Theka-Grünkohl. Ja, unten drin, oder? Nein. Ach so. Da, hier. Ah! Alter, musst du erst mal drauf kommen, ey. Okay, let's continue. Ich habe vor, was zu machen, was recht klassisch ist, einen richtig klassischen Grünkohl, ja. Und ein Stück Zander dazu wollte ich machen. Eine Specksoße, so eine Speckfischsoße habe ich jetzt mal noch aufgestellt. Weil noch ein bisschen frittiert ist, da noch oben drauf als Crunch. Ich soll vielleicht nicht den falschen Topf schmeißen. Ich möchte mache ein Entrecot. Ja. Mit Würsing. Grünkohl. Ja. Jetzt bin ich total durcheinander. Alles gut. Alles gut. Also, beim Solo-Kochen habe ich mich dann dafür entschieden, den Grünkohl in zwei Texturen zu verarbeiten. Dann zum Crunch habe ich dann noch Speck dazu gemacht. Und für die Cremigkeit gab es dann noch einen Pilz. Super, ja. Passt, oder? Passt, ja. Du musst aufpassen, den würde ich ganz, ganz kurz nur anziehen. Dann hat er noch ganz viel Knack. Okay. Er hat noch ganz viele Vitamine drin. Aber ja, kannst du beide nehmen. Kann ich mischen. Kannst du mischen, ja. Und das mag passen, oder? Ist beides das gleiche, ja. Das passt. Mit Pilze und. Mach jetzt einfach. Super, ja. Klasse. Okay. Danke, danke. Gerne. Der Anne Anker kocht mit uns. Das war einfach für uns eine Sicherheit. Hätte uns eigentlich nichts Besseres passieren können. So, unterhalten wir uns denn mal. Lachs, Sous Vide. Also vorher salzen ein bisschen. Ich würde es danach machen. Danach ich würde danach salzen. Wenn man einen Gastkoch beim Solo-Kochen hat, das gibt einem einfach irrsinnig Sicherheit. Dann mache ich nachher einfach ein bisschen malen Sea Salt oben drauf. Genau, Prise Pfeffer, bisschen frische Zitronensaft, Schale und andecken. Go. Go. Also ich koche heute einen Lachs, 48 Grad. Dazu gibt's Blumenkohl, Creme und gehobelt, roh mariniert und geröstet. Und dazu habe ich dann noch ein paar Butterbrösel und unten drunter gibt's einen Zitronensud. So, jetzt du. Wie schaut's denn aus mit, kriege ich aus der irgendwie einen Saft raus? Nein. Okay. Die hat keine Kerne, die hat keinen Saft, gar nichts. Also keine Säure? Die hat keine Säure. Doch, wenn du sie dünn aufschneidest, probierst du, hat sie eine Säure. Du kannst aber, wenn du sie marinierst, ja, und machst ein bisschen frischen Zitronensaft drauf, ein bisschen Abrieb, eine Prise Salz. Fertig. Ich mach die so einfach in die Tartar-Marinade oder so mit reinlassen. Genau, pass aber auf, dass es nicht zu krass wird, ne? Ich habe mich heute entschieden für ein Zander-Tartar, für etwas Grünkohl-Sud, für ein Blumenkohl-Mousse, etwas eingelegten Blumenkohl und Crunch vom Schwarzkohl. Also ich koche heute Sous Vide gegarten Zander mit eingelegter Buddha's Hand, Kartoffel-Sellerie-Püree und Zanderhaut. Chip. Genau. Ich filetiere jetzt gerade den Zander für zwei von uns, beziehungsweise für drei von uns. Ich kann ziemlich schnell Fische filetieren, weil ich bestimmt schon 2000, 3000 Caterings gemacht habe. Komm mir vor wie im Supermarkt, wie im Fischmarkt. Braucht ihr einen Zander? Ich brauche einen Zander, bitte. Zander. Also einen habe ich schon mal zerlegt. Wir sind ein Team, wir müssen zusammenhalten. Und ja, wenn ich da gerade einen Zander in der Reißen habe, dann kann ich ihn ja eh gleich für alle mit herrichten, oder? Bin ich dann die Einzige? Na, macht niemand die Fisch? Ich jetzt, magst du ihn? Nein, kannst du? Na, jetzt gerade schlecht. Na, dann mache ich nur ein Stück für mich, weil ich weiß nicht. Ah, shit. Och, der hat noch Schuppen drauf. So, man musste ihn entschuppen. Der hat noch alles. Wo muss man die sauber machen? Dort. Oh, was ist der dick? Auf meinen Kücheninseln geht das nicht, weil dann fliegen all die Schuppen durch den Studio. Also ich habe mir
das Biest in die Waschbacke gelegt. Oh mein Gott. Und da habe ich angefangen zu entschuppen. Oh mein Gott, der ist groß. Was ein Viecher, so ein Stück. Ich habe noch nie so einen großen Fisch gemacht. Für mich ist das das erste Mal. Aber ja, für alles das erste Mal, natürlich. Normalerweise kauft man ein Filet. Ich nehme auch Zander. Was nimmst du? So, ich nehme nur das und lege ihn wieder zurück. Dann war ich fertig. Ja. Sorry, Fisch. Ich koche die Zander in Sulfide. Und dann mache ich eine Musseline aus dem Grünkohl und sehr feine Julienne von Buddha's Hand. Das Besondere an meinem Löffel ist, dass die Hand of the Buddha, die Grünkohl, die Schwarzkohl, der Fisch, alles zusammenkommt. Ja? Auf eine elegante Weise. Habe ich gelernt von Herrn Tretter. Nicht so wahr? Ich versuche es tatsächlich hinzukriegen, so einen geschmorten Grünkohl zu machen in der Zeit. Mit Speck dran, ein bisschen. Das ist eigentlich auch so ein klassisches westfälisches Gericht. Und dazu mache ich vielleicht noch so einen Speckschaum noch dazu. Und ich werde den Zander verwenden. Ja, nee, natürlich will man nämlich schon, also ich würde schon gerne den besten Löffel abgeben, ja, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, du brauchst nicht so ein Shishi und hier ein Röllchen und da ein Staub und hier eine Erde und da. Das ist cool, aber ist nicht so ganz meins. Ich koche gerne mit Sahne, ich koche gerne mit Butter und so fette Sachen wie Speck. Ne? Das bringt Geschmack mit sich, da muss man gar nicht viel machen. Aber ist halt lecker, ne? So, jetzt machen wir die Buttertestung. Ich raspel das einmal mal ab. Ich fand den Zander nicht schlecht. Haben wir dann aber gedacht, na ja, dann musst du den im Zweifel noch entschuppen und entgräten. Und das dauert alles viel zu lange. Und dann habe ich halt auch gedacht, na ja, du könntest halt Grünkohl mit einer Mettwurst machen. Und das hat dann auch wieder die Finesse von halt einem Grünkohl mit einer Mettwurst. Und deswegen habe ich halt tatsächlich das Produkt genommen, was ich gar nicht kannte. Hm? Schmeckt nach Zitrone. Ich setze ein Risotto auf. Und dazu gibt es Lachs und ein bisschen Spinat und so einen Zitronen Creme-Gel. Und dann am Ende hobel ich den Mönchshand drüber. Ich will es immer noch wirklich nur als Verzierung machen. Das war das Risiko. Also ich habe schon gedacht, okay, entweder das reicht halt, dass das jetzt nur oben da drauf ist. Ich habe sonst auch keine weitere Zutat von vorne dabei. Oder halt nicht. Für Solo-Kochen habe ich mir vorgenommen, unsere Coaches mal etwas zu überraschen. Und einfach mal zu zeigen, dass ich nicht nur bodenständig kochen kann. Ich habe mich für den Zander entschieden, den Müritz-Zander. Und ich werde ein Spitzkohlröllchen machen mit Glasnudelsalat drin. Dann werde ich das Ganze ein bisschen mit Mango, Soja, Chili, Koriander, eine Sojamayo, ein bisschen Ingwer. Alles abschmecken und ich hoffe, am Ende sieht es wunderschön aus. Ich koche heute, also ich mache den Zander und benutze dabei auch Buddhas Hand. Ich werde eine Pistazienrisotto machen. Dann mache ich so eine Art Relish mit Granatapfel und da kommt dann halt auch die Buddhas Hand rein. So. Ich mache jetzt praktisch einen Zander, so wie gegart, ohne Haut, mit einem Perlkrautenrisotto mit Speck. Dann gibt es noch ein Tomatenragout, sage ich jetzt mal dazu, ein Basilikumschaum und ja, genau. Das ist ja eigentlich dann alles schon. Ja, ich fühle mich halt überflüssig. Das ist halt im besten Team angekommen. Also das Team Gelb, muss man ganz klar sagen, ist hochprofessionell. Ja? Also die haben alle einen Plan, die haben alle ein Ziel vor Augen. Das Thema ist Handwerk. Und die Idee ist die, dass ich gleich auf dem Teller einen kleinen Pinselstrich Sojalack anrichte. Auf dem Sojalack möchte ich ein kleines Nigiri machen mit dem gebeizten Zander, Wasabi-Klecks noch dazugeben. Und statt des Ingwers habe ich in Ingwersaft und Karamell gekochte Buddhas Hand gemacht. Also wer den Bezug zwischen japanischem Sushi und Handwerk nicht versteht, der gehört auf eine Baustelle. Guck mal hier, habe ich gemacht. In Honig und Karamell. Ingwer und Karamell. Verzeihung, nicht Honig. Musst aber ganz vorsichtig dosieren, ne? Das ist, also die Idee ist wirklich nur eine Scheibe davon draufzulegen. Das ist echt heftig. Ja. Damit kann man auch leben. Der übertreibt halt.
Du kannst ihn entweder so schneiden oder du zupfst einfach. Ach so. In solche Röschen. Ja, das ist schöner. Ja, dann sieht das nachher dann auch auf dem Teller schön aus. Sehr gut, danke. Der Arne Anker ist voll der lockere Typ. Also. Ist halt er. Ich weiß nicht, ob das schon schmeckt. Klar. Ich hab das jetzt auch. Klar. Natürlich. Ich hab keine Ahnung, ich hab da schon so viel Zitrone, das schmeckt noch nichts wahrscheinlich. Mach ein bisschen Saft mit rein. Zitronensaft. Zitrone, ich hol dir eine Zitrone. Okay, danke. Auch in der Küche brauchen wir ein bisschen Benehmen und so. Danke. Gerne. Ja, so bin ich halt, gell? Im Team ist der größte Gegner für mich die Miriam, weil die einfach wirklich einen feinen Geschmack hat. Das merkt man einfach, wenn man mit ihr redet und wenn man sie was fragt. Magst du mir den einmal probieren? Kann ich dann irgendwie was reintun, was irgendwie noch was schmecken kann? Die Würfel sind aber übelst hübsch. Hart. Ja, mega. Das ist das einzige Handwerk. Ich habe den Fond für den Couscous probiert. Ich finde es ein bisschen süßlich und vielleicht ein bisschen mehr Salz, finde ich. Okay. Ein bisschen Salz dran machen, hat sie gesagt. Und das habe ich dann auch gemacht, aber irgendwie hat es mir noch immer nicht so richtig geschmeckt. Es ist ein bisschen wenig für die Zeit, glaube ich, aber schauen wir mal. Ja, bei mir läuft es zeitlich momentan ganz gut, glaube ich. Ich mache ja einen kalten Löffel, also ich werde auch gleich zeitnah schon anfangen anzurichten, dass ich dann hoffentlich, scheiß Spitzkohl, rechtzeitig fertig werde, wenn mein Spitzkohl hier nicht total zerfleddern würde. Der Fisch war vakuumiert, der Salat war fertig. Ich war eigentlich so, dass ich dachte, okay, jetzt brauchst du es nur noch einrollen, aufschneiden und anrichten. Scheiße. Und plötzlich klappt gar nichts mehr. Das gefällt mir noch gar nicht so gut gerade. Da muss ich noch mal überdenken. Nee, fand ich dann doof. Ich koche ein Pastinakenpüree, ein Pastinakenplan. Den Zander Sous Vide gegart mit der Haut, die mache ich crunchy. Und die Buddha's Hand werde ich nur aufschneiden, ganz dünn. Und dann mit der Vinaigrette marinieren. Ja, kann man machen, gell? Scheiße. Ja, das mit den Spitzkohlröllchen klappt nicht. Ich habe jetzt umdisponiert und habe jetzt den Salat im Wandtanteig eingerollt und backt den aus, aber irgendwie klebt das hier auch alles und ich werde gleich richtig wütend. Eigentlich war ja mein Plan, einen kalten Löffel zu machen. Und das war eigentlich das, was ich daran total scheiße fand. Alina, wie sieht's aus bei dir? Gut. Alina? Gut. Alles gut? Ja, danke. Brauchst du was? Ich hoffe. Ja, ich habe mir erstmal auch den Grünkohl, probiere ich einfach mal zum Frittieren aus. Mhm. Mike? Magst du es mal probieren, ob das zu verbrannt schmeckt oder hat aber dann nicht so hingehauen? Boah. Nicht, oder? Mm-mm. Lass es weg. Entschuldigung. Aber das ist mehr als verbrannt. Die Idee selber hat sich für mich ziemlich gut angehört. Wahrscheinlich ist der Löffel jetzt total kacke. In den Gedanken und Überlegungen war es besser als die Ausführung, würde ich jetzt mal sagen. Was sagst du zu meinem Fisch? Das sieht toll aus, Alter. Echt? Ja. Geil. Wirklich. Thank you. Alina, das Küken, Azubine, finde ich richtig geil, dass sie so weit gekommen ist überhaupt. Und ja, die wird wahrscheinlich auch ihren Weg machen. Meine Loki, nur ein bisschen grün drüber und dann süß. Hoffe ich, denke ich, keine Ahnung. Wow. Hey, Showman. Gary, jetzt hast du den ganzen halben Zander genommen? Nein, der liegt noch für dich. Nee, ich hab nur ein bisschen, so. Wo hast du den Rest? In der Kohling. Weil ich wusste nicht, dass du es benutzt. Wir hatten eigentlich abgesprochen vorher, einer macht den Zander und dann kann sich jeder was nehmen, ja. Was machen wir jetzt den restlichen halben Zander noch? Ich hab keine Ahnung, ey. Gut. Der Gary hat da irgendwas zusammengeschnitzt, ey. Ich weiß nicht. Jetzt gib mir am Arsch. Was hat denn der Zander? Leck mich am Arsch. Ich hab da nur noch diesen halb zerfetzten Fisch da drin liegen sehen. Ja, okay. Und hab aber dann mit Eva mich abgesprochen und Eva dann gesagt, ja, sie hat jetzt Zeit, sie macht den Fisch. Aber der hat noch geschubt sein, oder? Nein.
Scheiße. Das ist ein Riesen-Oschi. Natürlich wäre es cool gewesen, wenn der Gary einfach Bescheid gesagt hätte und gesagt hätte, hey, ich habe einen Fisch da, wir brauchen was. Ich bereite jetzt den Fisch für uns noch vor, weil es ja Quatsch wäre, wenn jetzt jeder ein kleines Stückchen auslösen würde und der kleine Stückchen und zum Schluss auch keiner was. Und so haben wir jetzt noch Filet für uns. Und fertig. Also ich koche den gebratenen Zander mit Blumenkohlpüree. Dazu gibt es so einen leichten Säurefond mit Buddhas Hand und obendrauf noch frittierte Kaper. Klar, es ist ziemlich immer einen goldenen Stern zu bekommen. Also bester Löffel wär natürlich super, wäre ein Traum. Aber mein erstmal das Ziel, erstmal jetzt sicher durchzukommen, weiterzukommen eine Runde, das wäre schon schön. Also ich habe einen pochierten Zander gemacht mit Speck und Zanderhaut und dazu ein Grünkohlpüree und einen Grünkohlsalat. Ich versuche für meine Garnitur, durch das, dass ich ja die Gnocchi habe und den Parmesan in meiner Fischkruste, habe ich mir gedacht, ein bisschen italienisch abstimmen mit Basilikum und Tomaten. Bin mir aber irgendwie noch unsicher. Okay, wie sieht's aus? Können wir hier anrichten? Der Reis ist Gott sei Dank noch perfekt geworden. Und jetzt geht es wirklich nur noch um die Intelligenz des Anrichtens. Was haben die Juroren als erstes auf der Zunge? Ich hab eine Schuppe drin gehabt. Ehrlich? Scheiße. Das war schon erstmal so ein kurzer Schockstarr-Moment. Oh, Anne. Eine Minute noch, ja? Zupfe ich jetzt einfach ein bisschen. Das ist auch mal was anderes. Gezupfter Fisch. Es wird nicht besser. Ja, mein Bruder ist Händlöffel, gell? Geil. Kann man machen. Nur noch schauen, dass ich irgendwie das Beste draus mache. Der Drops ist quasi gelutscht, aber ich weiß nicht, ob ich damit so glücklich bin. Oh, oh, oh. Shit. Lecker Marschrenn diese Zeit, ey. 35 Sekunden. Verkräumeln, siehst du? Scheiße. Meine Hände zittern, ja. Scheiße. Fuck. 10 Sekunden noch, ja? Und dahinter jetzt. Ich schau's. Scheiße. Jetzt schon. Das reicht nie. Oh mein Gott, ich bin noch nicht vergessen, ne? Nein. Gott sei Dank ist das vorbei. Ich kann nur hoffen, dass es reicht. Also ich find's geil, passt gut zusammen. Ich hab's probiert, alles ist top. Ich habe halt kein gutes Gefühl dabei. Aber lass mal die Jury entscheiden, was passiert, oder die Coaches. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Mit viel Liebe. Viel Glück. So. Bye-bye.